Liebes Publikum, ich grüße Sie von einem bitterkalten und tief verschneiten Abend hier aus der Musikhochschule Lübeck. Und wenn ich sage, liebes Publikum, hat das natürlich den wegen Corona derzeit üblichen stellvertretenden Charakter. Natürlich sind wir hier im Kammermusiksaal gerade ohne Publikum. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie zu Hause an den Bildschirmen hoffentlich hier mit dabei sind heute. Die Klarinettenklasse Lübeck, und ich stehe jetzt hier auch stellvertretend für meine Kollegin Professor Sabine Meyer, die hier im Raum auch ist, freut sich sehr, dass wir trotz aller Einschränkungen im derzeitigen Konzertbetrieb, auch leider hier in der Hochschule, die Möglichkeit haben, diesen Klassenabend der Klarinettenklasse heute zu spielen. Für die Studierenden sind solche Anlässe im Moment unheimlich wichtig, auch als schöner Abschluss des Semesters, aber auch für die Motivation. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass an der Musikhochschule Lübeck diese Dinge im Moment noch möglich sind und auch durch die gute Führung der Hochschule weiterhin möglich gemacht werden. Ich möchte gerne kurz erzählen, was sich heute vorher zugetragen hat. 2 Stunden bevor der Klassenabend beginnen sollte, kam die Nachricht, dass ein Mitglied unserer Klasse in Frankreich, wo sie ein Projekt spielen sollte, positiv auf Corona getestet wurde. Sie ist erst gestern weggefahren und war Kontaktperson ersten Grades von einem Großteil der Klasse, weil sie zusammen wohnen. Sie können sich vorstellen, was das für eine Aufregung gab. Diese Positivtestung hat sich eine knappe Stunde vor Beginn des Klassenabends als eine Falschmeldung herausgestellt. Eine Falsch-Positivtestung wurde durch 2 Tests belegt, aber Sie können sich vorstellen, was für eine Aufregung jetzt in der Klasse herrschte. Warum sage ich das? Um verständlich zu machen, dass Sabine Meyer und ich heute hier im Raum sitzen und mit Applaus, auch wenn er nur von 2 Personen kommt und vielleicht bei Ihnen auf dem Band etwas erbärmlich klingt, unsere Klasse anfeuern wollen. Und ich hoffe, dass Sie das zu Hause vielleicht auch noch ein bisschen tun, auch wenn es jetzt nicht mehr live ist. Sie hören heute ein Programm mit Sonatinen und Rhapsodien aus dem 20. Jahrhundert, verschiedener Komponisten, die werden jeweils eingeblendet, darum nenne ich sie jetzt nicht. Sie hören Mitglieder der Klarinettenklasse Lübeck und am Klavier Tamar Mitroda-Schwarz und Christian Ruvolo. Los geht es mit der Première Rhapsodie von Claude Debussy. Viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.
Schön.